Leute, AJTV ist wieder am Start. Heute mit der Würdest du eher Challenge. Wir haben auch heute einen lieben Gast dabei, nämlich den Marvin Wallace. Ja, er hat auch einen YouTube-Kanal, ist ein Freund von mir. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir direkt an. Für die es noch nicht wissen, was es ist, der hinter der Kamera stellt dem vor der Kamera Fragen, der vor der Kamera muss die ganze beantworten. Und es geht los. Ja, die Challenge heißt eigentlich, würdest du eher. Das hast du vergessen zu sagen. Oder so. Los. Ja, egal. Würdest du lieber in einem Haufen Scheiße baden oder eingesperrt sein? Wo eingesperrt und wie lang? 12 Wochen. In? In Keller. Mit so komischen Handfesseln da. Boah. Ich glaube, er gefangen sein. Ich weiß. Ja. Frage Number 2. Dir 10-mal zwischen die Beine treten lassen oder 10-mal in die Hand schneiden. Ich glaube eher in die Hand schneiden, weil dann kann ich wenigstens überlegt. Kinder kriegen. Ja, ist gut. Das ist meine Antwort. Halt mal. Halt mal. Und von zwischen die Beine hat man bleibende Schäden, aber ich denke bei der Hand. Kommt drauf an, wo ist es kein bleibender Schaden. Deswegen. Da in die Druckader. Da ist es ein bleibender Schaden bis ins Grab. Ist mir egal. Würdest du lieber von deinen Kindern gejagt werden oder von deiner Frau gejagt werden? So, dass sie mich umbringen wollen? Ja. Ja, die Frau, denn gegen Frauen kommt man noch an. Hätte ich sie umgebracht. Würdest du lieber 5 Kinder haben, die niemals von dir ausziehen oder 5 Kinder haben, die direkt nach der Grundschule ausziehen? Ich würde sagen, eher die direkt nach der Grundschule ausziehen, weil ich habe keinen Bock auf Kinder. Hm. Nee, Spaß. Also ich denke, schon eher. Warum machst du dann überhaupt? Hä? Warum machst du dann überhaupt Kinder, wenn du keinen Bock auf Kinder hast? Nee, ich würde eher sagen, die schon zur Grundschule, nach der Grundschule ausziehen, weil dann hat man Platz für neue. Und die wissen, was das heißt, mehr. Meine Antwort. Okay, jetzt wechseln wir einfach mal. Jetzt stelle ich dem Marvin Fragen. Ja. Nichts drücken. Okay, Marvin kommt ins Bild. Oh, er hat es mal geschafft, ohne die Kamera umzuwerfen. Ja, Applaus für die Klaus. Ja, du musst weiter nach hinten gehen. Ich weiß selber, was ich muss. Guck mal, was mit meinem Handy passiert ist. Ich habe letztens YouTube. Ja, ist gut so. Erste Frage. Würdest du eher von Piraten gefangen werden, für dein ganzes Leben bist du da unten vermoderst, oder bei Rittern gefangen werden? Ich würde sagen, bei Rittern gefangen werden. Weil wenn das Schiff kaputt geht, wenn das dann runtergeht, dann ist es weg. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die zweite Frage schon mal. Die lautet, würdest du eher in den Krieg ziehen für 2 Jahre oder würdest du eher 10 Frauen haben? Nee, warte, die Frage scheiße. Ah, ich habe eine. Würdest du eher 10 Penisse auf deinem Rücken haben oder eine Muschi auf dem Kopf? Mein Penisse. Weil wenn da nämlich dann halt Penisse sind und dann sind da die Frauen und dann habe ich 9 Frauen, die an meinem Rücken rummachen. Das ist Logik, Leute. Das ist Logik. Weil man richtig gut im Gold kann. Okay, auf jeden Fall, jetzt kommt die letzte Frage und damit auch die dritte. Würdest du eher
von einem Porsche überfahren werden. Mhm. Oder oder von einem LKW. Auto ist Auto, da ist mir egal. Ja. LKW ist aber höher, deswegen und Porsche tiefer. Deswegen erwischt der LKW mich direkt am Kopf und dann stirbt man schneller. Und wenn da Porsche halt kommt, weil der tiefgelegt ist, erwischt er den an den Beinen und man fliegt voll auf die Motorscheibe, man hat die Beine vielleicht gebrochen, dann kann man nicht mehr gehen. Ja, das ist dein Problem dann, da ja, hast du leider Pech gehabt. So, ja, dann machen wir jetzt mal die Abmoderation. So, ja, auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Ja, aber auf jeden Fall... mich nicht den Loser da. Ah, in mein Ohr, Alter. Auf jeden Fall, gibt gebt einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch Marvin, What Else. Und abonniert mich natürlich auch. Würde mich freuen, wenn ich mal mehr Abonnenten kriege. Und bis dann. Ciao, ciao.